Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Heute wollte ich mal über ein Thema sprechen, das schon ein paar Mal in Kommentarbereichen angesprochen wurde. Ich habe ja einiges an Tutorials und auch Challenges gegen die KI halt gemacht. Und viele Anfänger haben ja natürlich auch noch Probleme, die schwierigen KIs halt zu besiegen, aus verschiedenen Gründen. Und ja, ich beziehe mich in meinen Videos ja eigentlich immer auf die HD-Version. Jetzt gerade in diesem Spiel, was wir jetzt gerade sehen, bin ich noch in der alten AOC-Version, mache ich gerade über Wubli. Und da ist natürlich eine andere KI auch drin. Also die KI, die man bei HD spielt, ist eine andere KI. Die ist schlauer, die spielt sehr viel besser. Und vor allem hat sie nicht die Mechanik, die halt im alten Spiel hardcoded war. Also das kann man auch nicht ausmodden. Und zwar, dass die KI automatisch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe per Script weitere Ressourcen erhält. Also gewissermaßen cheaten kann. Aber das ist auch der Grund, warum die komplett anders spielt auf diesem Schwierigkeitsgrad. Und allgemein ist es natürlich so, dass die alte KI, also diese alten CD-Version unfassbar schlecht spielt, also die ist wirklich sehr, 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 sehr einfach zu besiegen. Gegen die könnt ihr auch in der HD-Version spielen, da heißt sie Conqueror's AI, könnt ihr auch gegen die spielen, die ist auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ungefähr so gut wie die neue KI auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, also sie ist wirklich sehr einfach. Und das liegt auch daran, dass sie halt in der HD-Version keine Cheats hat. Da spielt sie also einfach normal und der Grund dafür, dass sie so schlecht spielt, ist einfach, dass die Entwickler, als sie das Spiel gemacht haben, haben sie die KI halt programmiert, ohne zu wissen, wie sich das Spiel im Online-Modus entwickeln würde, was gute Strategien sein würden. Und natürlich hat die KI einfach keine Ahnung, weil die einfach nur auf alles Mögliche irgendwie geht. Die macht querbeet irgendwelche Technologien vollkommen kopflos. Und ja, deshalb ist die einzige Schwierigkeit im Prinzip, die mit dieser KI besteht, ist, dass sie halt zusätzliche Ressourcen erhält. Und weil mich einige halt gefragt hatten, ob ich darüber mal was sagen könnte, mache ich halt jetzt dieses Video. Ich spiele einfach mal ein bisschen mit zufälligen Simulationen auch gegen die KI jetzt hier. Und zeigt mal so ein bisschen, was das halt ausmacht, dass sie so viele Ressourcen hat. Und ja, also im Prinzip ist es sehr viel einfacher, gegen diese KI zu spielen, als gegen die neue. Da müsst ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen. Ihr könnt auch relativ strategiefrei gegen die spielen, solange ihr die ganze Zeit Dorfwunder produziert und eure Ressourcen ordentlich ausgibt, dürfte es, egal was ihr macht, eigentlich gar kein Problem sein. Schauen wir mal, was ich jetzt hier bekomme als Zivilisation. Die Teutonen haben wir hier. Gut, dann spielen wir die auch mal. Der Gegner hat was bekommen. Der spielt als Sarazen, alles klar. Also der, das Ding ist, ihr seht auch direkt am Anfang, dass der Gegner halt mit sehr vielen Ressourcen startet. Er hat doppelt so viele Punkte wie ich. Das liegt auch daran eben, dass er mit mehreren Ressourcen am Anfang startet. Jetzt wäre es noch cool, wenn ich nicht noch weiteres Handicap hätte und auch meine Schaf hier finden würde. Ja, und ihr werdet sehen, dass sie ja so in maximal 4-5 Minuten wahrscheinlich in die nächste Zeit kommen wird. Liegt auch halt daran, dass sie im Prinzip am Anfang einfach nur Gebäude baut und sofort in die nächste Zeit geht. Mehr oder weniger halt. Baut halt keine besonders große Wirtschaft auf, braucht sie auch nicht. Wo sind denn diese Schafe? Das kann es echt nicht sein. Ah, da sind sie. Wunderbar. Ja, muss ich jetzt auch direkt in die Schule am Anfang machen, ist aber auch nicht so tragisch. Dann kann man halt im Prinzip, was kann man noch zu sagen? Ist halt so, sie ist relativ schnell in der Verteilzeit halt dadurch, dass sie Cheats benutzen kann und keine Wirtschaft aufbauen muss in dem Sinne. Und das macht halt normale Feudal Rush Strategien mehr oder weniger sinnlos gegen die KI, weil die halt sich ganz gut verteidigen kann halt zu diesem frühen Zeitpunkt. Und sie ist auch noch schneller natürlich dann in der Ritterzeit. Es sind halt total absurde Zeiten, also sie ist dann teilweise in 7 Minuten da. Dafür müsst ihr euch aber nicht abschrecken lassen, weil sie halt keinerlei Wirtschaft aufbaut und halt total komische Einheiten macht, auch allgemein die Basis sehr, sehr schlecht aufbaut. Also sie spielt trotzdem nicht gut. Ihr müsst euch von den Zeiten also wirklich einfach nicht beeindrucken lassen und einfach euren Stiefel runterspielen im Sinne. Na komm. Deshalb würde ich einfach gegen diese KI auch immer empfehlen, einfach eine Fast-Castle-Strategie zu spielen. Damit seid ihr selber halt möglichst schnell in der Ritterzeit, könnt besser reagieren auf die Einheiten, die die KI halt macht. So, ich glaube, das reicht noch nicht, aber ich werde das mal so. Ja, super, das hat ja gerade noch geklappt. Da habe ich schon Wildschwein gefunden. Die KI lockt auch übrigens keine Wildschweine an. Das macht sie gar nicht. Dass dies überhaupt eine gute Idee sein würde, das wussten die Entwickler natürlich damals nicht. Das haben sie wahrscheinlich nicht der Intention programmiert mit den Wildschweinen. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall nicht genug Ressourcen. Das ist echt am Anfang Glück gelaufen. Da werde ich nochmal einen zusätzlichen hier brauchen, auf jeden Fall, um da mitzukommen. So, also ich muss halt jetzt ein bisschen improvisieren hier, aber ich wollte euch auch also zeigen, dass es halt
auch nicht schlimm ist wirklich, gegen die KI zu improvisieren auf diesen Schwierigkeitsgrad oder diesen Umständen sozusagen. Wer denkt mal einfach erstmal auf Fastcast zu gehen und dann mal schauen, was der Gegner an Einheiten macht. So, jetzt seht ihr, er ist relativ früh in der Ritterzeit gewesen. Davon müssen wir uns aber nicht irritieren lassen. Auch von den Punkten natürlich nicht, die kommen auch größtenteils eben durch diese ganzen Ressourcen, die sie zusätzlich bekommen, die Bots. Da die Gegner jetzt halt als Sarazen spielt, gehe ich mal davon aus, dass die KI hat halt eine recht offensichtliche Einheitenauswahl meistens auf dieser Stufe. Wird wahrscheinlich auf Kamele auch gehen, deshalb sind wahrscheinlich Ritter keine gute Idee. Was man auch machen kann zur Absicherung zu sagen, ich überlege gerade, ob ich das einfach zeige, einen Castle Drop zu spielen, also eine Burg zu bauen, möglichst früh. Das ist mit den Teutonen eigentlich eine total bescheuerte Idee, weil die halt keine gute Einheit haben aus der Burg. Aber damit kann man sich halt sehr gut verteidigen, weil die KI halt gegen Bogen nichts macht im Prinzip, also die läuft einfach nur stur rein. Das könnte man halt machen. Also jetzt habe ich hier total gepennt, weil ich gelabert habe. Naja, wollen wir das zweite Viech da hinten. Ja, das könnte ich halt machen. Oder das mache ich noch so. Ich überlege das halt hier so ein bisschen beim Spielen. Eine Fastcast-Strategie spiele ich auf jeden Fall. Also wird es so ungefähr 26 VP in nächster Zeit gehen, 27 vielleicht. Oder ich glaube, es ist am besten, ich mache mal eine Strategie, die man halt mit jedem Volk mehr oder weniger gut machen kann. Die einfach erstmal auf Bogenschützen sind mit den Teutonen jetzt nicht die besten Einheiten, aber kann man auf jeden Fall verkraften. So. Ein, zwei Rehe könnten wir uns auch mal reindrücken, die sind halt ganz in der Nähe hier. Oh, jetzt gucke ich mir einfach mal an, was der Gegner so treibt eigentlich. Da kann man es immer noch drauf anpassen. Also ich würde jetzt einfach mal erstmal auf Bogenschützen gehen, einfach aus dem Grund, dass halt die meisten Völker damit ganz gut klarkommen am Anfang. Und wenn ihr das halt sozusagen 1:1 nachspielen würdet, was ich jetzt mache, könnt ihr das halt auch machen, egal was ihr Volk kriegt. Ritter sind halt nicht mit allen Völkern verfügbar erstmal und auch mit allen Völkern eine gute Idee. Deshalb denke ich meistens so ein ganz guter Kompromiss. Wollen wir eigentlich mal ein Hauptgold hier hin. Feld habe ich jetzt relativ früh schon mehrere gebaut, ist halt mit den Teutonen ganz gut, weil die halt günstiger sind natürlich. So, hier habe ich nochmal Schafe gefunden. Waren das überhaupt meine? Ich glaube nicht, aber ich nehme es mal so hin. Das heißt, der Gegner müsste auch hier irgendwo in der Nähe sein. Also wenn ihr allgemein so Fastcast-Strategien braucht, dann schaut einfach auf jeden Fall mal in die Tutorial-Plays. Da haben wir jede Menge verschiedene Strategien natürlich auch vorgestellt. Ich mache mal 27 hier, das ist eine sicherere Variante sozusagen. Also das ist für Anfänger, denke ich mal, besser. Desto größer die Wirtschaft ist, desto besser allgemein halt. Dann machen wir das jetzt mal so, so ihr Kollegen, auf das Schaf. Und dann machen wir einfach nochmal zwei Felder hier, weil wir halt Teutonen sind, können wir mit solcher frühen Landwirtschaft auch klarkommen eigentlich. Bitte einfach noch eins so. Machen wir so rum. Und ihr bitte effizient bleiben. Jetzt sollte noch mal einen einfach hier mehr hin. Ich überlege mich gerade. Da wir ja Lumen gemacht haben und auch Bogenschützen gehen wollen, wäre es gar nicht so übel, schnell halt mehr Gold zu haben. So, jetzt haben wir noch mal gefunden hier, das ist schon mal gut. Haben schon relativ viel. Oh, jetzt hat hier ein zusätzliches Schaf am Knusper hier. Das wollen wir nicht, aber naja. Schauen wir mal, was der Gegner so treibt. Kaserne sag ich schon, das mache ich mal. Markt sieht natürlich gegönnt, wie ihr seht hier. Das Wildschwein nicht angelockt. Jetzt in seiner Ritterzeit, 11 Minuten, ist natürlich ohne Cheat so nicht ganz ohne weiteres möglich. Außer man spielt halt auf einer Karte mit sehr vielen Zusatzressourcen, dann kann man halt auch mal was Frecheres machen, sozusagen, aber das ist in diesem Fall wirklich nur, weil die KI cheatet. Groß abholen werde ich mich jetzt eigentlich nicht. Ich mache jetzt nur instinktiv halt das hier. Kann man so mal lassen, würde ich sagen. Will dann halt jetzt auf zwei Schießanlagen gehen, einfach um mit den Armbrustschützen halt durchzuproduzieren. Das hier übrigens auch sehr typisch für diese KI, dass sie halt sich früh einwallt und übrigens auch sehr dumm einwallt. Also die wallt sich wirklich von ihren eigenen Ressourcen aus, mehr oder weniger. Hier sehen wir auch schon ein super Beispiel dafür.
Wir sehen, dass hier draußen etwas noch gebaut wird. Holzer. Ja, Holzer. Sucher. Holzer. So, dann auch beiden hier hin. Hey, Alter. Du wäre. Beziehungsweise wir gehen mal auf Gold einfach erstmal. Einen noch und dann machen wir noch einen voll. Das sollte alles klappen. Das hat er sich eigentlich hier draußen gegönnt, eine Schießanlage. Aber wenn wir das ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir halt auf Bogenschützen gehen. Weil er dann natürlich die ganz gut bekämpfen kann mit, wer heißen sie? Mangonellen. So, gib mir die nächste Zeit. Zurück hier hin. Dann brauchen wir noch was. Hey, ja, Woche. Und du hast nichts zu tun. So, Einheiten vom Gegner haben wir, wie gesagt, noch nicht gesehen. Überrascht mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so. Das Upgrade holen wir uns mal auch. Das fällt aber nicht weiter, einfach um auch die Ressourcen hier zu sparen. Also ein bisschen Wallen mache ich jetzt hier schon. Hier hinten könnte man natürlich auch noch gut zuwallen, aber ich will jetzt auch sozusagen mit der simpelsten Vorgehensweise wie nur möglich halt hier auch weitermachen. Und dazu zählt jetzt auch, denke ich mal, nicht sich stark abzuholen erstmal. Hier sparen wir einfach Holz erstmal. Das Upgrade kann ich mir auch noch gönnen. Du bist fertig. Machen wir hier den Häuserwall weiter. So, Gegner baut auch wahrscheinlich nicht oder wenn überhaupt nur wenige zusätzliche Dorfzentren. Da schaue ich mich einfach mal um hier. Aber ihr werdet auch am Ende dann sehen, dass der Gegner halt auch kaum Wirtschaft aufgebaut hat letztlich. Baut hier auch irgendwo in der Pampa. Ach, da, das zweite Dorfzentrum. So. Ja, also langsam können wir mal wieder Felder machen eigentlich. So. Es fehlt so ein bisschen an Ressourcen für ein paar Upgrades, die ich noch wollte eigentlich. Dafür haben wir mehr Holz als antizipiert. Das Upgrade werde ich jetzt priorisieren, also kurz die Produktion von Dorfwohner einstellen, damit ich mir hier das Botkin Iro Upgrade holen kann. Müssen jeden Moment verfügbar sein. Das mache ich jetzt einfach, weil dadurch die Bogenschützen dann sehr viel besser werden und ich das erstmal als Priorität ansehe hier. Mich, falls jetzt halt bald auch mal Angriff kommt, auch verteidigen zu können. Wie ihr seht, geht der Gegner auch stark auf Steine, braucht er aber nicht. Er hat allein durch die Cheats schon genug, um sich drei Bogen zu bauen. So, wo machen wir denn mal ein neues Dorfzentrum? Bauen wir mal hier hin. So, jetzt baut der Gegner hier Forward Barracks. Soll er ruhig machen. Gibt da keine Einheit, mit der uns gefährlich werden kann. Oh, der hat im Booking gebaut. Dann bleiben wir auch mal ein Stückchen weiter hinten. Ich bin auch erstaunlich nah an ihm dran insgesamt, muss ich sagen. Das Upgrade kann ich mir jetzt noch nicht leisten, leider das zweite Upgrade, das wird aber die nächste Priorität natürlich sein. Ich wollte wirklich erstmal hier mich absichern. Normalerweise würde man halt eher das Holz-Upgrade zuerst machen, aber weil wir jetzt halt hier diese KI mal kurz zeigen und ich möglichst allgemein bleiben will, machen wir das jetzt auch so weiterhin. Das wollte ich jetzt nochmal machen, jetzt habe ich vergessen, was ich tun wollte. Auch gut. So. Und dann einfach schön Armorschützen produzieren, sich von dem Kram hier nicht beeindrucken lassen. Also rushen oder den Gegner früh angreifen lohnt sich einfach nicht, weil er halt durch die Ressourcen, die er hat, nicht so stark geschädigt werden kann. Deshalb machen wir das auch nicht, deshalb spielen wir ja so defensiv. Und bauen halt einfach erstmal schön eine Wirtschaft auf. Das ist halt das Wichtige. Das macht die KI nämlich nicht. Das heißt, im Late Game, wenn sie dann halt keine Wirtschaft hat und von ihren Cheats nicht mehr so stark profitieren kann, dann sind wir halt klar im Vorteil. So, das werden wir jetzt möglichst bald auch machen hier. Also normalerweise soll dieses Upgrade auch sehr, sehr früh immer gemacht werden, ne? Also da auf jeden Fall sich nicht dran orientieren, wann ich das jetzt in dem Spiel mache. Wie gesagt, auch alles
Nicht nach einem besonderen Plan jetzt gespielt, einfach mal daher gespielt, einfach um zu zeigen, dass solange man halt konsequent produziert und bei der Sache bleibt und seine Ressourcen ausgibt, dann ist es egal, was man macht, auch kein Problem mit der KI. Also das ist vor allem, also viele Leute, die mir halt in den Kommentaren zu der KI, dazu halt Sachen geschrieben hatten, stehen einfach von den Zeiten der KI und der hohen Punktzahl halt sehr beeindruckt zu sein. Das müsste wirklich nicht sein. Es ist alles halb so wild. Macht halt wirklich nicht so viel. So, also ich gehaust wie in der letzte Loop. Kann ich mir mal auch ein neues Wirtschafts-Upgrade hier leisten. Will auch natürlich bald auf die aufs dritte Dorfzentrum gehen. Da der Gegner jetzt hier gar nichts gemacht hat, bislang werde ich hier trotzdem einfach mal bei ihm vorbeischauen, einfach auch um mal zu schauen, was er so treibt. Den knapp schatten wir uns hier natürlich auch mal. So, das ist seine Imperialzeit. War auch wirklich weiterhin kein Grund zur Panik natürlich. Schauen wir mal, hier hat er irgendwo Wirtschaft draußen gehabt. Hier hat er sich bestimmt auch durchgenagt schon durch den Salto Buran. Und das werden wir natürlich mal auschecken. Wenn ihr euch gar nicht sicher seid, baut ganz normal einfach auf. Seid konsequent in eurer Dorfwohnerproduktion. Versucht die Wirtschaft effizient zu halten. So, wo bauen wir das neue Dorfzentrum? Hier hinten. Das ist keine besonders schöne Position, nehmen wir mal das hier. Da. Ja, das sollte nicht sein. Na komm, schieß. Ja, so sollte eigentlich nicht sein. War jetzt ein bisschen zu faul, um das richtig zu machen eigentlich. Ja, aber groß Micro sollte ich eigentlich hier gar nicht anbringen, einfach um das Ganze simpel zu halten. Aber ihr seht schon, er hat ja auch keine Upgrades gemacht auf seine Einheiten, deshalb ist das hier alles ziemlich easy. Wenn wir drauf gucken, er hat kein einziges Upgrade auf seine Einheiten. Das ist halt auch schon mal ein Beweis dafür, was ich damit meinte, dass EKI halt wirklich schlecht spielt. Warum wurde das Haus hier eigentlich gebaut? Hier ist auch nichts drauf wahrscheinlich. So, und eigentlich ist ja die Einheitenwahl hier nicht der Knaller, also dass ich jetzt die ganze Zeit auf Bogenschützen gehe, weil ich halt eigentlich keine Arbalisten machen kann, weil es in der nächsten Zeit wäre sowieso dann ein sogenannter Tech-Switch vonnöten, dass ich halt auf andere Einheiten gehe. Aber das ist wie gesagt einfach erstmal dafür da, dass das alles für euch anwendbar bleibt, dass ihr das alles nachspielen könnt. Wenn ihr es halt wirklich genauso machen wollt, könnt ihr das halt machen. Und auch um zu beweisen, dass es halt auch nicht so wichtig ist, auf welche Einheiten ihr setzt wirklich. Es geht halt nur erstmal darum, dass ihr halt konsequent produziert. Das macht mit den Steinen, das lasse ich jetzt mal so. Eigentlich brauche ich sie nicht, aber ich mache es, um dazu nur dann eine Burg bauen zu können, einfach um euch auch zu zeigen, wie das bringt. Jetzt habe ich hier schon ordentlich Schaden gemacht. So, ich werde jetzt auch mal auf jeden Fall also ein bisschen sparen hier. Peter scheint auch sehr stark auf Bogenschützen zu gehen. Ich habe ihn da überschätzt in seiner Intelligenz, dass der Computer halt zumindest auf Einheiten geht, mit denen er irgendwas anfangen kann. Aber da hat er sich anscheinend dagegen entschieden. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich doch einfach auf Ritter gehen. So. Ja, und einfach hier fleißig weiter produzieren, sich nicht irritieren lassen von gegnerischen Punkten, aber der ist ihn auch gar nicht mehr so hoch mittlerweile. Hat er sich ja ganz schön runterballern lassen von mir. Und in der Imperialzeit halt überhaupt keine Upgrades auf seine Schützen zu haben, ist halt schon sehr, sehr bezeichnend, würde ich sagen. Ein paar Upgrades hole ich mir jetzt schon, eigentlich jetzt ein bisschen zu viel dafür, aber ich mache das halt, weil ich gerade sehr, sehr viel Nahrung halt über habe. Da kann ich schon mal anfangen, mir noch ein paar Upgrades zu holen. So, hier das Upgrade brauchen wir auch noch. Also ihr seht, alles gehe ich hier ganz entspannt an. Mittlerweile hat er sich halt die Elite-Plänkler gegönnt, auch hochintelligente Wahl natürlich. Da ich jetzt aber meine Einheiten sowieso wechseln werde, ist alles nicht tragisch.
dann brauche ich die ja nicht. Naja, wir machen mal Uni und Siege Workshop auf jeden Fall. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich schon mehr Dorfwohner machen als gemacht haben, als er im ganzen Spiel machen wird. Gehe ich mir jetzt mal davon aus einfach. So, du machst hier. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das mit der Holzproduktion hier so langsam ist im Moment. So, er hat halt hier draußen überall Burgen gebaut, deshalb kann ich da nicht angreifen. Ich schaue mal einfach, wo ich noch Truppen von ihm finden kann. Oder dort wohnen natürlich. Ja. Die mir auch in ihrem Imperialzeit alles auch sehr entspannt von der Zeit her natürlich. Also da keiner keinen großen Druck, dass man das irgendwie schnell macht. Einfach die ganze Zeit entspannt spielen, sich nicht irritieren lassen, das ist sehr, das ist der Trick sozusagen. Würde ich mal noch ein bisschen mehr Gold hier sammeln müssen. Das ist halt sehr schwer zu saturieren, deshalb. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz durchsaturiert hier. Das werde ich, denke ich mal, noch weiter nutzen erstmal. Oh, da habe ich nicht gar nicht aufgepasst. Aber hier immer noch keine Upgrades drauf. Also den Kampf gewinnen wir auch, wenn wir ein bisschen aufpassen, denke ich mal. Ein paar Aufkürzer mit dabei. Na, gehen wir mal erstmal weg. Den Markt könnten wir nämlich auch gebrauchen, einfach um so ein bisschen rumzuswitchen. Was ist das jetzt? Das habe ich Windows Support irgendwie aufgemacht im Hintergrund. Das soll nicht sein. So, hier auch mit dabei. Können wir einfach ein bisschen verkaufen erstmal. So, dann. Ja, die können wir wie gesagt eh nicht upgraden, deshalb lassen wir es natürlich auch direkt. Das Upgrade können wir uns allerdings wiederholen, beziehungsweise wir sollten vielleicht das die Nahrung diesmal einfach aufsparen für unsere Einheiten. Ja, 34 Minuten drin, der geht nämlich noch nicht angegriffen. Wird sich wahrscheinlich auch demnächst erstmal nichts dran ändern. Schön die Produktion halt weiter aufrechterhalten. Das ist immer wichtig. Mittlerweile kann ich auch eine Burg bauen. Das mache ich jetzt einfach um. Ja, dieser Gegner habe ich immer noch nicht angegriffen. Also eigentlich hätte ich gerne gezeigt, wie der da einfach immer reinläuft dann. Und ich habe in der Zeit wirklich so konsequent auch gar nicht gewesen letzten Endes. Also ich habe halt natürlich Truppen gemacht, aber auch nicht übertrieben halt. Ich habe den Gegner nur einmal kurz gestört, habe ein paar Dorfwohner von ihm erwischt, aber viel gemacht halt auch nicht. Und trotzdem läuft es hier alles ganz entspannt. Ich habe mir ja Punkte als der Gegner mittlerweile. Ich wurde zu keinem Zeit des Spiels unter Druck gesetzt zum Gegner. Das sind halt alles Sachen, das müsst ihr, das sollte euch halt zeigen, dass ihr euch wirklich überhaupt keinen Kopf machen müsst mit der KI. Die Bogen sind halt ganz blöd, dass ich da überhaupt nicht durchkomme. Hier hinten halt, wenn überhaupt, da hat er aber glaube ich auch ein Dorfzentrum. Nee, Quatsch, das war weiter hinten. Das Paladin-Upgrade reicht so nicht, aber ich werde mir halt wirklich hier bewusst halt weiter in die Zeit lassen und das Ganze einfach so runterspielen sozusagen. Gar keinen Stress machen, damit ihr es auch genauso machen könnt, wenn ihr es dann nachspielen wollt halt. Hier die Lama-Camps auch mal schön nachbauen, das hier brauche ich nicht, das ist effizient genug im Moment. Die beiden können hier noch mal Felder bauen. Ich brauche halt eigentlich einfach nur mehr Nahrung im Moment.
Und trotzdem höre ich auch nicht auf, Dorfbewohner hier zu machen, wie ihr seht. Ganz wichtig, das immer einfach konsequent weiterhin zu tun. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht ein paar Picks kriegen. Da vielleicht gerade jemand noch Ressourcen abbaut. Upgrades auch nicht vergessen für die Einheiten, die man macht, ne? Das ist immer sehr wichtig. Die wird nicht abgebaut, okay. Vielleicht kann ich mich hier noch durchsneaken irgendwo. Okay, da sind Dorfzentrum. Noch Speerträger in Imperialzeit, ohne irgendwelche Upgrades natürlich, wie es gehört für die KI. Campen wir einfach mal hier, mal sehen, ob wir da irgendwas erreichen. So, noch einen Pick gekriegt. Ja, mittlerweile wird das hier ein bisschen zu voll, weil es halt abgebaut ist. Naja, wir gehen jetzt mal, würde ich sagen, und killen einfach mal die Burg hier an der Front. Naja, kämpft ihr halt. Ich schmeiße jetzt weg, ist mir egal. Den Markt kann man immer ganz gut halt nutzen, um natürlich, wenn man halt von irgendeiner Ressource zu viel hat, da auch was zu verkaufen. Das können wir eigentlich mit dem Stein auch machen, weil ich werde halt weiter Bogen nicht so groß gehen. Eigentlich nicht nötig. Aber die Burg kann ich halt so auch so platt machen. Ohne da irgendwelche Belagerungsgeräte zu brauchen. Also ich will es auch wirklich simpel halten. Natürlich braucht man normalerweise, sollte man Belagerungsgeräte machen. Aber werde ich jetzt halt in Form von ein paar Rammen halt auch tun. Hab mir da ja schon ein Upgrade geholt. Auf Belagerungsrammen kann man halt mit den Teutonen nicht gehen. Aber es wird auch so reichen. Ich will das halt auch entspannt halten natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das Paladin-Upgrade überhaupt noch machen werde. Momentan scheint die Masse hier vollkommen auszureichen. Das kommt auch mit seinen eigenen Truppen hier an. Sehr, sehr interessant ist das gerade. War. So, jetzt machen wir noch mal ein paar Gruppierungen hier. Die packen wir mal auf die 2. Und an meiner Stelle waren ja schon auf der 3. Die kann ich mal auf jeden packen. So, jetzt habe ich halt sehr viel auf Felder getan und habe nicht mehr genug an Produktion, was das Holz angeht. Deshalb sortieren wir das jetzt alles mal kurz um. Produktion wird hierhin umgeswitcht. Steine verkaufe ich. Und hol mir dann doch mal Paladin. Kann ich mir halt gerade leisten. Gut, jetzt habe ich irgendwo auf Speer gekriegt. Naja, nicht schlimm. Die Ami achten jetzt auch gerade so groß natürlich. Ist halt nicht nötig. Nur wenn nicht nötig, was das mit dem Wort. So. Eigentlich müsste ich nur hier durchbrechen und ihn halt angreifen, aber ich weiß, dass die KI auch, das ist ein Nachteil, wenn man gegen diese KI halt spielt, dass sie halt nicht weiß, was sie verloren hat. Die gibt auch eigentlich nicht auf. Erst wenn man sie komplett platt gemacht hat. Deshalb auch Belagerungsgeräte ganz gut. Werde man dann, denke ich mal, Suzy Gold auch gleich schnappen. Die Burg könnte eigentlich auch schon mal killen. Also sind halt genug Truppen hier, Chevaliere, um die Bogen auch so einfach auszuschalten. Da muss man jetzt nicht groß auf Effizienz eigentlich achten. Will auch möglichst wenig komplizierte Sachen halt machen hier. Einfach um es für euch immer ganz übersichtlich zu halten. Daher haben halt auch eine gute Option. Triebwoke können die natürlich auch machen. Mit den Teutonen bietet sich auch noch an, da auf Nahrungskanonen zu gehen, das geht natürlich auch immer. Hier hauen wir auch noch was kaputt. Ich habe jetzt keine Relikte eingesammelt, das macht die KI wirklich sehr, sehr gerne. Jetzt bin ich mit eigenen Burgen dabei. So, und weil ich mir halt eine Wirtschaft aufgebaut habe und da geht man nicht, deshalb kann ich jetzt die ganze Zeit durchpumpen. Und er halt nicht. Das heißt, da liegt mein Vorteil. Eine Runde drauf, wo dann kann ich noch raushauen, aber es sollte eigentlich mittlerweile reichen alles. Das Gold da unten schnapp ich mir noch. Also ihr seht, man muss sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen mit dieser KI. Man muss schon sehr absichtlich schlecht spielen, im Prinzip, um hier alt auszusehen letzten Endes. Und ich gehe halt immer weiter auf diese Ritt im Bogenschützen, hat er im Prinzip die Einheitenwahl komplett random gemacht, mehr oder weniger. Also ich bin echt manchmal überrascht, was das immer soll. So, sind wir auch hier an die Grenzen gestoßen. Machen wir hier in der Uni auch das Jimmy-Upgrade, dass wir halt, wenn wir gleich Bock haben, eventuell auch noch auf die Kanonen umswitchen können, müssen wir aber das eigentlich nicht haben.
So, die kommt hier nicht rein im Moment anscheinend. Macht einfach Gebäude kaputt, also wir müssen halt. Ich mach's offenbar schneller. Nee, der Hotkey funktioniert hier nicht. Ah, ich habe die Multiplayer-Version gestartet, okay. Ah, dann kann ich leider auch nicht vorspulen. Das ist ein bisschen blöd, aber jetzt gleich kommen wir hier rein. Läuft auch immer wieder raus. Hätte ich eigentlich durchlaufen müssen gerade. Da hätte ich auch durchlaufen können. So, gehen wir hier rüber auch noch. So, warum ich jetzt hier hinten nicht soll das? Ah, okay, jetzt hat er seinen Kollegen hier ausgepackt noch. Ah ja. Hat sich hier eingemauert, die Karriere. Aber kriegen wir alles hin. Betont auch immer sehr wirtschaftsfokussiert hier agiert, einfach weil ich finde, das ist das Wichtigste, wenn ihr als Anfänger Probleme habt, dass eure Wirtschaft ordentlich ist. So, hier unten sind wir mittlerweile durch, vielleicht können wir einfach mal schön reinlaufen hier. Hier mal die ganze Zeit auf Steinverkauf zu setzen, ist natürlich nicht immer die richtige Variante. Das mache ich halt nur, wenn ich Bogen unbedingt nicht nutzen will oder nicht unbedingt so brauche. Dann ist bietet sich das halt an. Deshalb mache ich das jetzt hier so. So, hier ist er auch bald durch. So, dass er kein einziges Kamel gemacht hat, wundert mich jetzt hier schon. So, jetzt könnte ich mal platt machen hier. Also letzten Endes hätte ich auch pur nur auf schwere Kavallerie gehen können, das wäre auch in Ordnung gewesen. Durch. Jetzt muss ich halt leider wirklich, glaube ich, alle Gebäude und alle Einheiten von mir noch platt machen. Schauen wir mal, was kostet der Spaß hier? 3400 kann ich mir noch nicht leisten, aber ich werde mich auf der Map mal ein bisschen umsehen. Da schon mal die Überlegungen anstellen, sozusagen. So. Also, ihr seht, man muss sich wirklich überhaupt keine Gedanken machen, dass man gegen diese KI punktemäßig die Hälfte des Spiels erstmal hinterherhängt. Die ist halt wirklich unfassbar schlecht, die macht die ganze Zeit nichts. Ihr habt es gesehen, sie ist auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe die ganze Zeit mich zurückgehalten. Ich habe sie kaum angegriffen. Nur im Late Game mal ein bisschen was gemacht. Habe einmal mit den Armerschützen mich mal um die gekümmert. Aber da halt auch nicht gut gekämpft. Hat er gesehen, dass ich von der Mangel zu viel Schaden gefressen habe. Das hätte halt eigentlich nicht sein müssen. Warum kann ich jetzt nicht bauen? Was soll das? Naja. Ja, und jetzt müssen wir halt die Reste irgendwie einsammeln. Bis ich mir halt in der Burg die Spione. Ah ja, gut, jetzt ist sie schon kaputt. Das ist als. Sie hat nicht ganz so viele Einheiten über der Map verteilt wie sonst. Aber die KI gibt von alleine halt nicht auf, zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad nichts, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe halt gegen die diese alte KI so lange nicht mehr gespielt, weil sie halt wirklich dumm ist und wirklich nichts macht. Ich fand's. Es ist wirklich recht langweilig, gegen die zu spielen, aber es gibt halt viele Leute, die hatten mich angeschrieben. Deshalb wollte ich es irgendwie mehr zeigen. Und ich hoffe, das hat das ganz gut bewiesen, dass man hier wirklich sehr entspannt dran gehen kann. Da muss ich. Kann auch auf einer Einheit die ganze Zeit gehen, wenn man die wenigstens konsequent produziert und eine Wirtschaft hat, dann ist es auch egal. Weil der Gegner auch keine Upgrades macht und wenn man halt schlau spielt und Upgrades macht, dann ist es halt militärisch immer ein Vorteil. Vergleichen wir halt mal, ich habe 124 Dorfwohner gemacht, relativ Standard halt, 120 sollte man immer im Kopf haben beim 200er Spiel. Wenn ihr das macht, dann solltet ihr gar kein Problem haben, Gegner hier nur mit 53. Ja, so sieht das halt aus. Hier sind die Ressourcen, die er gesammelt hat im ganzen Spiel. Das ist halt der Riesenunterschied hier. Und da bringt ihm das auch nichts, dass er halt so früh in der Imperialzeit war, dass er so früh in der Ritterzeit war. Und das bringt er einfach nichts. Er hat keine Wirtschaft, er hat nichts draus gemacht, aus seinem Vorteil nichts gezogen. Und so ist das halt mit dieser KI. Könnt ihr auch gegen zwei von denen spielen, gegen zwei, drei, das macht alles auch gar keinen großen Unterschied. Die sind halt sehr, sehr passiv, sehr dumme Entscheidungen, strategische Entscheidungen werden gefällt. Also da müsst ihr wirklich gar keinen großen Paaring haben. Wenn ihr gegen diese KI irgendwelche Probleme haben solltet, sagt ruhig Bescheid. Dann kann ich es gerne auch nochmal erklären, was ihr da falsch macht, wenn ihr mir eine Replay halt gibt. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Lass dich einfach von diesem Score,
von diesen Zeiten einfach nicht aus dem Konzept bringen, spielt so eine Stiefel runter und dann habt ihr gegen diese KI auch in der Regel gar kein Problem. Was sehe ich hier gerade, dass irgendwie mein Screen Capture weg ist. Ich hoffe, das wird noch angezeigt und mein Spiel wurde auch nicht aufgezeichnet. Naja, also wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Falls ihr noch ein anderes Video hierzu braucht oder ich nochmal eine neue Bildorder rausholen soll, die irgendwie auch was einfacher ist, für Anfänger mehr geeignet ist, dann mache ich das natürlich auch gerne. Ansonsten erstmal, warum sehe ich denn das Spiel jetzt hier nicht? Also ihr seht gerade auch nur den Hintergrund hier. Ne? Also es ist irgendwie komplett schwarz hier. Also das sollte eigentlich nicht so sein. Naja, manchmal auf Bildschirmaufnahme könnt ihr bei mir hier diesen lustigen Tunnel sehen in meinem Aufnahmeprogramm. Eigentlich sollte jetzt hier auch das Spiel noch im Hintergrund sein. Naja, also ich wünsche euch beim eigenen Spielen wie immer viel Erfolg und auch viel Spaß. Bis dann.